let the highest King would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Whom the sun sets free, oh, is free. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man das weiß. Das ist es, oder? Wenn wir nicht wissen, was real ist, können wir uns nicht wehren. Mit Weihnachten kann ich überhaupt nichts anfangen. Da hat gestern jemand in der Andacht gesagt, dass wir uns vorbereiten, dass Jesus wiederkommt, dass der Held kommt und so weiter. Aber ich habe da irgendwie Schwierigkeiten mit, denn Jesus war ja schon da und nach meiner Bibellese, wenn der jetzt nochmal kommt, wird die ganze Erde aufgelöst. Und so wie bei den 10 Jungfrauen gibt es eine Hochzeit und einige werden gekannt und andere nicht. Oder muss ich das vielleicht unter einem prophetischen Wort verbuchen? Für die Leute, die Jesus noch nicht kennen. Und deswegen spielen wir um die Weihnachtszeit nochmal nach, dass Jesus gekommen ist. Aber das ist mir irgendwie auch zu kindisch. Gott wird Mensch, habe ich zu einer Freundin gesagt. Und in dem Moment wurde mir klar, dass irgendwas Bedeutsames passiert ist. Übersetzt das mal ins Englische. Gott wird Mensch. God became human. Gott wird Mensch, um die gestörte Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Naja, schwierig wird nachzuvollziehen, wie diese Störung zustande kam. Aber das müssen wir jetzt erstmal hinten anstellen, denn wenn Gott Mensch wird, um die Beziehung zwischen ihm und uns wiederherzustellen, und dieses Werk auch schon am Kreuz von Golgatha verbracht ist, so ist es bei vielen Menschen ja doch nicht vollbracht. Aber noch viel schlimmer ist zu erzählen, dass es bei einem selbst schon vollbracht ist und man dann aber das Vollbringen in eigener Arbeit hat. Deswegen bleiben viele Menschen bei der Theologie der Herrlichkeit gerne stehen. Jesus war ein Wandesmann, am liebsten auf dem Ozean. Ja, und seine Zaubershow, die hatte wirklich Weltniveau. Ja, aus was er da machte er Wein, wer will da nicht sein Kumpel sein? Aus einem Brötchen, da wurden zwei, Mensch, da komm doch noch mal vorbei. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus. Vielleicht müsste man auch mal das Wort Wohlstand-Evangelium untersuchen. Interessant ist, dass ein Lied in Deutsch, Mir ist wohl in dem Herrn, im englischen Original anders heißt, nämlich It is well in my soul. Es geht mir gut in meiner Seele. Im Englischen wird also der eigene Zustand beschrieben, während im Deutschen die Stellung des Menschen in dem Herrn beschrieben wird. Frage: Wenn Christus das Werk vollbracht hat und man kein eigenes Werk hinzufügen kann, um dorthin zu gelangen, warum hört man dann so viel von der Theologie der Herrlichkeit anstatt von der Theologie des Kreuzes? Eines Tages kamen zwei Betrüger in die Stadt. Sie behaupteten, dass sie die schönsten Kleider weben könnten. Diese seien aus ganz besonderem Material und hätten eine wunderbare Eigenschaft. Menschen, die für ihr Amt nicht taugten oder dumm seien, könnten den Stoff nicht sehen. Der Kaiser dachte, das wären prächtige Kleider. Wenn ich so etwas hätte, wüsste ich sofort, wer meinem Reich zu nichts taugt. Irgendwelche vermeintlichen Schneider erzählen dem Kaiser in dem Kunstmärchen von Hans Christian Andersen, dass man nicht zu seinem Amte taugt oder sehr dumm ist, wenn man die neuen Kleider nicht sieht. Er hat mir die Kleider des Heils angezogen, Jesaja 61, Vers 10. Und im 1. Korinther 3, 16 steht, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Bist du also heil? Oder kannst du das neue Kleid gar nicht an dir sehen? When the sun sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes, I am.
Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Ich spreche mit einer 28-jährigen dreifachen Mutter, deren Sohn ein Wutkind ist, mittlerweile schon 5 Jahre alt. Durch Überreize ist dieses arme Kind dieser Welt nicht gewachsen. Sabine schreibt mir alle 2-3 Tage einen Adventskalender von schöner Winterzeit, Naturwahrnehmung, Glaubenswahrnehmungen und so weiter. Als ich 4 bis 6 Jahre alt war, nahm ich überraschend wahr, dass ich existiere. Aber ich wusste nicht, was ich damit soll. Mir stellt sich heute die Frage, ist es mir wichtiger, dass die Wahrheit sich offenbart oder dass ich die Lösung eines Problems habe? I am the resurrection. I am eternal life. Thank you.
Wie geht's dir? Wie es mir geht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man das weiß. Das ist es, oder? Wenn wir nicht wissen, was real ist, können wir uns nicht wehren.